Willkommen zu Nachgefragt. Der Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier, kurz AAT, möchte umziehen. Und zwar weg von der Löwenbrückener Straße, entweder nach Trier Nord oder nach Mertesdorf, wo sich ohnehin schon die Mülldeponie befindet. Dort haben sich zahlreiche Proteste jetzt aufgetan. Die Interessengemeinschaft Zukunftsfähige Ortsentwicklung möchte das nicht. Und deswegen habe ich heute hier im Studio den Sprecher dieser Interessengemeinschaft, Rainer Gieske. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ist die Interessengemeinschaft, besteht die jetzt wegen diesem Problem oder gibt es noch andere Gründe dafür? Die Interessengemeinschaft besteht im Wesentlichen wegen diesem Problem. Das war der Anlass, dass sich Bürger zusammengefunden haben. Welche Befürchtungen haben Sie denn? Wir haben die Befürchtung, dass Mertesdorf zu einem Standort für eine Müllverwertungsindustrie werden kann. Es wird bei dieser an sich sinnvollen Verlagerung des AAT aus der Innenstadt heraus, wird am Standort Mertesdorf immer in Gespräch gebracht, dass dies immer einhergeht mit einer zusätzlichen Ausweisung eines Gewerbegebietes. Aus der eigentlichen Ortsentwicklung von Mertesdorf gibt es keinen Bedarf für ein solches Gewerbegebiet. Es gibt inzwischen nur noch sehr, sehr wenige kleine Handwerksbetriebe in Mertesdorf. Mertesdorf hat eigentlich in den letzten 50 Jahren die Entwicklung von einem Bauern- und Handwerkerdorf zu einem Wohnort und zu einem Tourismusstandort gemacht. Und diese Entwicklung sollte nach unserer Ansicht eigentlich auch fortgesetzt werden und nicht durch eine solche Industrieansiedlung konterkariert werden. Wo soll denn das hinkommen? Soll das zur Mülldeponie kommen oder auf die Seite zu Mertesdorf? Nach den bisherigen Informationen soll es auf die Mertesdorfer Seite kommen. Man spricht also von Flächenverbrauch für den AAT-Standort von etwa von 2 Hektar. Und dieses Gewerbegebiet wurde bisher nicht näher klassifiziert von der Größenordnung, aber ich denke, realistischerweise kann man sicherlich nochmal mindestens von der gleichen Fläche ausgehen. Was haben Sie denn bisher unternommen gegen diese Pläne, den Betriebshof nach Mertesdorf zu verlagern? Wir haben im Wesentlichen zunächst einfach mal Bürgerinformationen eingefordert. Es gab Mitte letzten Jahres gab es erste Gerüchte über solche Bestrebungen, dass der AAT-Betriebshof nach Mertesdorf kommen sollte. Es gab aber keinerlei Bestätigungen dafür. Und ich habe dann einen Brief an die Ortsbürgermeisterin geschrieben und habe einfach die Frage gestellt, ob diese Gerüchte zutreffen und um eine Antwort gebeten. Ich habe diese Antwort bekommen und es wurde bestätigt. Dass es allerdings, das war erst meiner Erinnerung nach im September, wurde dann bestätigt, dass es diese Planungen gibt. Und da war auch zum allerersten Mal von der Ausweisung eines Gewerbegebietes die Rede. Es gibt ja aber auch noch die Möglichkeit, das nach Trier Nord zu verlegen. Was gibt denn da für Vorteile und für Nachteile für Trier Nord, wenn das jetzt hierher käme? Aus unserer Sicht, Trier Nord ist ein alter Industriestandort. Er ist erschlossen. Er ist auch verkehrsmäßig vernünftig angebunden. Es wäre kein Flächenverbrauch in ökologischer Hinsicht. Mertesdorf, das ist oben an der B52, das ist Ackerland, unbebaut, nicht erschlossen in der freien Landschaft. Das ist also, wenn es dahin kommt, ist das eine Entwicklung, die nicht wieder rückgängig zu machen ist. Das muss man ganz klar sagen. Und trotzdem sieht es ja so aus, als würde das eher nach Mertesdorf jetzt kommen. Wer entscheidet das und wieso ist das so? Wieso sind die Bestrebungen wirklich, dass man sagt, Mertesdorf, so soll es dann sein? Die Entscheidungsstrukturen sind für uns als Bürger vor Ort teilweise auch etwas undurchsichtig. Zum einen entscheidet der Ortsgemeinderat letztendlich über die Änderung des Bebauungsplans, auch des Flächennutzungsplans, was notwendig ist. Andererseits trifft auch der AAT für sich als Betrieb eine Entscheidung, wo er hingehen oder muss eine Entscheidung treffen, wo er hingehen will.
Der ART setzt sich wiederum aus verschiedenen Gremien, aus die von Stadt und von Kreis besetzt, politische Gremien, die vom Kreis und von der Stadt besetzt werden, zusammen. Diese Gremien tagen in der Regel nicht öffentlich. Insofern ist da auch dann die Bürgerinformation entsprechend dürftig. Steht schon fest, wann das dann beschlossen werden soll? Auch da gibt es keine klaren Aussagen. Es gibt immer die Aussage, dass der alte Pachtvertrag in der Stadt 2019 ausläuft. Man hört aber, dass der ART schon Interesse hat, diese Entscheidung früher zu treffen, wo er hingehen will, weil die jetzigen Gebäude auch teilweise sanierungsbedürftig sind und man natürlich dort kein Geld mehr investieren will, wenn man ohnehin den Standort wechseln will. Das ist ja auch soweit nachvollziehbar. Welche Folgen hat das denn für das weitere Umfeld von Mertesdorf, wenn man jetzt wirklich den Betriebshof dorthin verlagert, zum Beispiel fürs Rubertal? Nach unserer Ansicht hat es keine positiven Auswirkungen. Es kommt mit Sicherheit zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen, nicht durch die Müllfahrzeuge an sich. Die werden sicherlich weiterhin über die Bundesstraße die Deponie anfahren, wie bisher auch. Das stellt niemand in Frage. Diese Zusicherung ist auch glaubhaft vom ART. Aber es arbeiten schließlich Bedienstete in diesem Unternehmen. Die müssen dann auch irgendwie zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Denen kann niemand vorschreiben, wo sie lang zu fahren haben. Die werden wahrscheinlich den kürzesten Weg nehmen. Und der führt durch Mertesdorf. Und wenn es zu einem Gewerbegebiet kommt, sämtlichster Zulieferverkehr dorthin wird natürlich auch durch das Tal erfolgen. Ein großer Vorteil, der immer genannt wird im Zusammenhang mit der Verlagerung nach Mertesdorf, sind ja dann die wirtschaftlichen Entwicklungen, also mehr Arbeitsplätze dort. Wie sieht das dann Ihrer Meinung nach aus? Ja, es gibt immer diese beiden Argumente, mehr Arbeitsplätze, mehr Gewerbesteuer. Es hat uns bisher niemand eine konkrete Zahl dazu genannt. Weder was die Gewerbesteuer angeht, noch was Arbeitsplätze angeht. Allein die Verlagerung des ART nach Mertesdorf bringt überhaupt keine Arbeitsplätze. Der ART hat seinen Mitgliederstamm. Die Menschen werden lediglich an einem anderen Standort arbeiten. Dadurch entstehen keine neuen Arbeitsplätze. Und was das Gewerbegebiet angeht, hat auch bisher auch von den Befürwortern niemand hat da eine konkrete Zahl genannt. Der Ortsgemeinderat hat ja ein Gutachten in Auftrag gegeben, um das zu prüfen. Was ist dabei herausgekommen und hat das oder bildete die Tendenz, zeichnet sich denn dadurch jetzt ab? Also herausgekommen ist in dem Sinne oder konnte in dem Sinne noch gar nichts kommen, weil er hat das, wie gesagt, erst in Auftrag gegeben. Das heißt, die eigentliche Arbeit zu diesem Gutachten, die muss jetzt erst erfolgen. Wie lange dauert das ungefähr? Bei der öffentlichen Vorstellung des Büros, das den Zuschlag bekommen hat, sprach man etwa, dass das bis in den Sommer geht. Gut, also es gibt jetzt noch keine Tendenz, dass man jetzt sagen kann, es wird eher so oder so aussehen. Zumindest hat das beauftragte Büro zugesichert, dass es ergebnisoffen sein Gutachten erstellen wird. Wie jetzt eine Anfrage ist jetzt, wie das in den politischen Gremien im ART und so weiter aussieht. Aber wie gesagt, dort tagt man sehr gerne hinter verschlossenen Türen. Gut, das weitere Vorgehen von Ihnen, haben Sie da schon irgendwas geplant? Zu der Arbeit des beauftragten Planungsbüros. Das Planungsbüro hat ausdrücklich betont, dass es auf Bürgerbeteiligung also für eine erfolgreiche Arbeit angewiesen ist. Wir werden uns dem ganz sicher nicht verweigern und bei den entsprechenden Angeboten dort mitmachen, was zukunftsfähige Ortsentwicklung angeht. Wie stellen Sie sich das denn genau vor? Die Frage müssten Sie eigentlich eher an das Planungsbüro stellen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Planungsbüro
irgendeine Art von Einbindung für die Bürger von Mertesdorf versucht zu organisieren, indem es beispielsweise bestimmte Workshops zu bestimmten Themen anbietet, in dem die Bürger ihre Vorstellungen einbringen können. Und wie gesagt, einer solchen Vorgehensweise werden wir uns nicht verweigern. Können Sie schon was dazu sagen, wie erfolgsversprechend Sie so weiteres Vorgehen als einschätzen würden aus der jetzigen Sicht heraus? Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig, da eine Prognose abzugeben. Es gibt starke politische Kräfte, die die Verlagerung nach Mertesdorf wollen, das ist so. Das kam auch damals auf der Bürgerversammlung im, weiß nicht mehr genau, Oktober war es, glaube ich, kam das zum Ausdruck. Der Landrat und der Verbandsbürgermeister haben sich sehr klar und sehr eindeutig, übrigens auch die Ortsbürgermeisterin, für dieses Gewerbegebiet und für die ART-Ansiedlung stark gemacht. Wie wurde das begründet? Im Wesentlichen mit dem Argument Arbeitsplätze plus Gewerbesteuer, allerdings ohne das mit Fakten zu belegen. Dann hoffen wir, dass wir in naher Zukunft etwas Genaueres erfahren, wie es mit dem Betrieb so weitergeht und auch mit der Interessengemeinschaft, ob Sie da Erfolg haben. Da sind wir ganz gespannt drauf. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie da waren, Herr Gieske. Ich danke Ihnen. Das war's für heute mit Nachgefragt. Sie können die Sendung jederzeit unter der Mediathek abrufen, und zwar unter www.ok54-mediathek. Tschüss, bis zum nächsten Mal.